Hallo, hier ist eure Ratzenbande. Ja, heute mal ein Katzenvideo und zwar das Katzenzubehör- und Futtervideo. Das hatte ich ja für meine Ratten schon mal gedreht. Diesmal kommt das gleiche, nur auf meine Katze bezogen. Und ja, wir fangen mal an. Also, mein Zubehör habe ich hier in diesem Schrank drin eigentlich. Da ist das meiste drinnen. Ja, am besten fangen wir mit dem Futter an. Beim Futter hat sie hier einmal, bekommt sie immer das vom Feinsten, von Animonda. Das ist ein recht hochwertiges Futter eigentlich. Animonda ist eigentlich eine recht gute Marke, die ich eigentlich auch weiterempfehlen kann. Das sind jetzt diese Tütchen hier. Einmal Hühnchenfilet plus Käse und einmal nochmal Hühnchenfilet mit Eierstich. Ja, die sind jeweils, haben die meine ich 85 oder 80 Gramm. 85 Gramm. Dann haben wir hier noch zwei so Päckchen vom Real Nature Futter. Das ist das mit Soße. Das ist ein Vierer Vorteilspack. Das einmal drin, stell dich scharf. So. Zweimal Reh und Geflügel mit Wildreis und Leinöl. Und zweimal Huhn und Garnelen mit grünen Nudeln und Traubenöl. Das ist auch recht gutes Futter. Das ist ja absolutes Lieblingsfutter. Deswegen habe ich es auch diesmal jetzt zur Vorweihnachtszeit zweimal so ein Viererpack gekauft. Da ich gedacht habe, ich tue ja auch dann mal was Gutes damit. Und ja, dann haben wir hier noch. Da haben wir nur noch eine aktuell von übrig. Das ist auch Animonda vom Feinsten. Das sind diese Schälchen, sind das. Einmal mit Pute und Kaninchen. Das ist ihre Lieblingssorte. Mit, ja, 100 Gramm. Dann haben wir hier noch Leckerchen. Bei Leckerchen achte ich jetzt nicht so auf den hohen Fleischgehalt, weil man alle Katzenhalter. Ihr solltet hinten mal auf der Packung draufschauen, wie hoch der Fleischgehalt bei eurem Futter drauf ist, weil das steht da immer hinten drauf. Hier steht ja zum Beispiel gar nichts drauf. Oder hier eventuell könnte das draufstehen. Aber bei Leckerchen ist das nicht so wichtig. Hier haben wir einmal die Knuspertaschen von Whiskas mit Pute. Die sehen, die kann ich auch aufmachen, so aus. Das sind solche kleine Knusperdinger. Da sieht man auch, dass sie von innen drin dann weiß sind, wegen dem Putenfleisch wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch von One Day, das war damals im Angebot für 1,49. Ja, die Heartbreakers. Da habe ich gedacht, das wäre ein Leckerchen, aber dann habe ich genau hingeschaut und da stand drauf, dass das Hauptfutter ist. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wäre ein Leckerchen, weil das ja auch hier so komische Herzform hatte. Mal eben gucken, dass ich das aufbekomme. Auf jeden Fall sehen die Dinger so aus und die sind auch recht hart, das wird wohl Trockenfutter sein. So, das sind so einfach so kleine Herzchen mit 80% Fleischanteil. Ich habe jetzt nicht genau hinten drauf geguckt, ob es wirklich stimmt, weil manchmal schreiben sie 80% Fleisch drauf, davon sind aber 50% tierische Nebenerzeugnisse. Dann haben wir hier noch so eine übrig gebliebene. Ich kaufe immer diese großen Packs da mit den Katzenstangen. Die mag sie eigentlich super gerne. Das isst sie jetzt nicht so gerne. Das findet sie eigentlich ganz lecker. Und diese Stangen, die sind von Fit and Fun. Das sind diese Katzensticks. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche Sorte das war, aber ich glaube, das ist mit Geflügel. Dann haben wir hier noch eine Bürste. Wir haben zwei Stück. Einmal die hier. Und einmal die hier. Die hatte ich zuerst gekauft vor meiner Katzenanschaffung. Und dann habe ich halt schnell gemerkt, dass das halt eher die Konsistenz einer normalen Haarbürste hat, so wie sie jeder halt von uns hat. Und dass die hier wirklich richtig für die Haare ist, weil meine ist ja eine Kurzhaarkatze. Von daher muss man da jetzt nicht so oft auf die Fellpflege achten. Aber da sie doch relativ viel haart, muss ich da regelmäßig hier mit diesem Teil hier drüber gehen. Das bringt so gut wie gar nichts, außer dass es Fussel fängt. Auf
jeden Fall habe ich dann erst die gekauft und dann hatte ich die geholt. Die ist eigentlich relativ gut, weil die hier die Haare auch wirklich ja, drin speichert, sag ich mal, auffängt. Dann haben wir hier noch so ein Kissen. Man sieht auch, dass es schon angeleckt worden ist. Also ich hatte das mal gekauft, dann hatte ich es wieder reingetan, weil sie es jetzt nicht so toll fand. Sie leckt das ab. Das ist einfach ein Kissen mit Baldrian gefüllt. Ja, das benutzt sie jetzt nicht. Also sie spielt jetzt nicht damit. Sie riecht daran und leckt es ab und dann lässt sie es eigentlich links liegen. Dann haben wir hier noch, den hatte ich mal irgendwann mal bekommen. Das ist so ein Grammzähler für Kitten und für erwachsene Katzen und so weiter. Hier steht dann noch so verschiedene Angaben wie Light und auch Senior ist auch dabei, wie viel Futter man einfach da reinfüllen muss. Aber ich habe ja eine Waage, von daher brauche ich das nicht wirklich. Dann haben wir hier noch einen Laserpointer. Ich weiß nicht, hier sieht man das. Ich hatte den mal geholt. Sie spielt eigentlich auch zwischendurch damit, aber der ist jetzt nicht der beste. Also er ist jetzt nicht so hell wie jetzt so ein richtiger Laserpointer. Der war auch, meine ich, nicht so teuer. Kann man auch wie ein, an einem Schlüsselbund machen, wenn man will. Und ja, dann haben wir hier noch einen Klicker. Den hatte ich für sie mal geholt, weil ich habe gedacht, vielleicht kann ich sie so ein bisschen beschäftigen mit, aber sie steht nicht wirklich darauf. Also für ein Leckerchen würde sie jetzt nicht irgendwie sich hinsetzen oder hinlegen. Da hat sie überhaupt keine Lust drauf. Und dann habe ich hier noch das Prospekt. Der Klicker, der war von Trixie. So, das war jetzt so alles, was in der Schublade ist. Und dann zeige ich euch noch den Rest meines Katzenzubehörs. Wie gesagt, Futter benutze ich immer diese drei. Also einmal nur Animonda-Futter und einmal Real Nature. Real Nature ist natürlich besser als Animonda, was sich auch im Preis auswirkt. Aber sie kriegt das halt nicht so oft, weil es halt so teuer ist. Und das ist auch relativ hochwertig. Dann hat sie hier noch so ihr sonstiges Spielzeug, was ich so jetzt eben gerade so zusammengesucht habe. Da haben wir einmal hier so einen ganz normalen Ball, der, wenn ich ihn schüttel, auch rasselt. Das ist das Einzige, womit sie eigentlich wirklich spielt, mit so Bällen. Ich muss dann halt werfen und sie rennt hinterher. Holen tut sie nicht. Also da hat sie keine Lust zu. Manche Katzen, die können ja auch apportieren, wie Hunde. Dann habe ich hier ihr noch so eine, ja, so eine Katzenangel mit so einer kleinen Maus dazu geholt, die sie überhaupt nicht mag. Also die, wenn die sieht, dann hat die meistens Angst davor. Die haut dann einmal kräftig danach und dann verzieht die sich irgendwo unters Bett. Und da ist ja auch schon, da waren hier so mal Federn dran, die sind jetzt auch schon abgerissen. Und ja, auf jeden Fall mag die überhaupt keine Katzenangeln. Dann haben wir hier ihr noch, weil wir gedacht haben, wenn sie keine Katzenangeln mag, mag sie vielleicht so Federwedel. Das ist so ein einfacher Stab mit so ein paar Federn dran und da ist dann noch so ein kleines Glöckchen, kann man hier dran noch sehen. Das spielt sie jetzt auch nicht, da ist sie jetzt überhaupt nicht dran interessiert. Ich habe mal versucht, sie da zum Spielen zu animieren. Aber sie hat da überhaupt kein Interesse dran. Wie gesagt, das Einzige, woran sie Interesse hat, ist der Ball. Dann hat sie hier noch ihren Kratzbaum. Alle, die so meine Rattenvideos auch verfolgen, werden wissen, dass ich den auch im Auslauf stehen habe. Der steht ja hier direkt am Rattenkäfig. Und ja, der ist dann mit dem Auslauf drin. Sie benutzt ihn jetzt nicht so sehr. Die liegt da jetzt eh total gechillt gerade in der Ecke. Und denkt sich hier, was ich gerade mache. Auf jeden Fall, ja, der ist 1,20 circa hoch. Den habe ich von Amazon gekauft. War eigentlich recht billig, zumindest für Kratzbaumverhältnisse. Der hat hier so eine, das ist so eine Hängematte soll das sein, so eine Liegematte. Die benutzt sie gar nicht. Die hat sie noch nie benutzt und die interessiert sich auch nicht dafür. Dann hat sie hier noch so eine Höhle. Die hat sie, glaube ich, insgesamt dreimal oder so benutzt, seitdem ich sie habe. Und sie ist ja jetzt schon bald, also ein Dreivierteljahr ist sie bestimmt schon bei mir. Dann benutzt sie zwischendurch nur mal die Kratzsäulen unten. Die hier in der Mitte benutzt sie komplett gar nicht. Sie spielt manchmal mit dem Seil, aber auch ganz selten. Hauptsächlich geht sie eigentlich hier von meinem Bett dann hier die Stufen hoch und setzt sich dann hier auf diese Platte drauf, um dann aus dem Fenster zu gucken oder auch um ja, die Sonne zu genießen, weil morgens scheint bei mir immer die Sonne rein. Dann hat sie hier noch eine Spielmaus, mit der sie jetzt auch überhaupt nicht spielt. Und ja, hier unten, so, hier oben, sorry,
soll noch eine ja, Aussichtsplattform sein, die sie aber auch noch nie benutzt hat, wirklich. So, dann hat sie hier noch im Flur ihre Kratzpappe. Die benutzt sie eigentlich mehr als ihren Kratzbaum. Das ist einfach eine einfache ja, Pappe, die ich glaube vom Fressnapf habe ich die gekauft, kostet ca. 1,50 und die ist dann mit Katzenminze bestreut, damit die da ein bisschen, ja, damit das für die ein bisschen anregender ist, daran zu kratzen. Kann man auch umdrehen, kann man beidseitig einmal benutzen. Dann hat sie hier noch ihr Katzenklo. Das haben wir hier in das kleine Gästebad reingestellt, auch wegen dem Geruch hauptsächlich. Wir hatten vorher eine Ecktoilette, jetzt haben wir eine längliche geholt, aber man sieht, weil sie gerne mal eher den Sand, also das Katzenstreu, schabt sie gerne mal aus der Toilette raus. Da ist zwar ursprünglich eine Klappe dran, die haben wir aber abgemacht, weil sie sonst da nicht reingehen würde. Und ja. Jetzt hat sie so eine längliche Toilette und schabt trotzdem immer noch. Da sieht man ja einiges vom Katzenstreu raus, aber es ist nicht mehr so viel wie vorher. Als Katzenstreu benutze ich einmal das hier. Das ist dein Bestes, das Ultra Klumpstreu in Naturweiß. Das ist eigentlich auch ganz okay. Also es klumpt mehr als das andere, was ich hatte. Ich glaube, das andere war von Fit and Fun oder so. Bin mir jetzt ganz nicht sicher, aber auf jeden Fall war es irgendein Biostreu. Dann haben wir hier noch so eine einfache Schaufel, damit mache ich hier ihre Hinterlassenschaften weg. Tue ich dann immer in so eine Plastiktüte rein, in so eine durchsichtige. Und ja, hiermit kann ich dann anschließend das Katzenstreu neues wieder dazu füllen. Ich mache nämlich immer nur zwischendurch eine Komplettreinigung, ansonsten fülle ich dann halt immer nur auf. Dann haben wir hier noch ihre Futternäpfe, die stehen bei uns in der Küche. Ja, man sieht, hier ist einmal Trockenfutter. Sie hat auch vorhin erst Trockenfutter bekommen, deswegen ist da auch noch einiges drinnen. Dann hier ist für Frischfutter, da hat sie schon alles leer gegessen. Also sie bekommt auch erst Trockenfutter, wenn sie ihr Frischfutter aufgegessen hat. Aber da es heute ihr Lieblingsfutter gab, war das schon heute Morgen weg. Und ja, in der letzten ist dann immer Wasser drin. Und das steht dann hier zum Eingang ins Wohnzimmer, steht das hier. Da kommt sie immer ganz gut durch. So, die Nala ist jetzt hier gerade zum Fressen angekommen. Wo ich ja gerade kurz vorher die Futternäpfe erklärt habe, passt das ganz gut. Ja, damit verabschiede ich mich von euch und sage bis zum nächsten Mal und ciao!